Okay, jetzt machen wir mal eine Textaufgabe und zwar folgende. Ein Bauer baut 531 Tomaten an und verkauft in 3 Tagen 176 davon. Die Anzahl seiner Tomaten nimmt also um 176 ab. Wie viele Tomaten sind am Ende der 3 Tage übrig? So, schauen wir uns das mal an. Also, wir haben hier 531 Tomaten. Und wir haben 176, die er verkauft. Das schreiben wir jetzt mal auf. Also, wir haben 531. Das sind die Tomaten, die der Bauer hat. Und davon verkauft er 176. Das heißt, davon werden 176 abgezogen. Das ist eigentlich schon, viel mehr ist es eigentlich nicht. Das ist eine ganz simple Aufgabe im Abziehen. Also, wir haben 531 Tomaten und 176 davon werden quasi weggenommen oder verkauft oder abgezogen. Wie viel ist das jetzt? Okay, schauen wir uns das mal in Ruhe an. Also, wir haben hier, wie immer, schauen wir uns einfach die Stellen mal an und wir fangen jetzt mal mit der einer Stelle an und parallel schreibe ich die Zahlen immer wieder ein bisschen ausführlicher nebendran, um es ja einfach ein bisschen besser zu veranschaulichen. Also 531 ist ja nichts anderes als 500. Das ist ja hier die, lass mich das mal hinschreiben. Das ist ja hier die einer Stelle. Einer Stelle. Hier. Das ist die Zehner. Und das ist die Hunderter. Hunderter. So. Das lösche ich aber jetzt wieder weg. Ich brauche den Platz gleich nochmal. So. Also. Wie gesagt, diese 5 ist eben 500. Das ist die Hunderter Stelle. 500, das sind 500. Plus 3 Zehner, also 30 plus 1. Und die 176 kann ich auch schreiben als 100er. Das habe ich jetzt abgezogen, also minus 100. Und 7 Zehner minus 70. Und 6 minus 6. So. Jetzt will ich gern 1 von der 6 abziehen. Entschuldigung, 1 minus 6 rechnen, also 6 von der 1 abziehen. Und das geht so einfach nicht. Ich muss jetzt für die 1 was ausleihen. Und das mache ich bei der 10er Stelle. So. Das heißt, ich muss hier, ich kann von der 30 kann ich mir was nehmen und der 1 ausleihen. Also ich kann hier ganz einfach sagen, okay, ich gebe 10 ab. Das heißt, 30 minus 10, da bleiben noch 20 übrig. Die 10 gebe ich hier rüber. Und dann habe ich plötzlich hier 1 plus 10, das sind 11. So, und jetzt kann ich schön rechnen. 11 minus 6 kann ich jetzt kann ich schön rechnen und das sind 5. So, und hier drüben sieht es folgendermaßen aus. Also hier drüben rechne ich das eigentlich genauso. Wird nun ein bisschen anders hingeschrieben. Also, ich kann 1 minus 6 kann ich noch nicht rechnen. Ich muss mir also bei der 3 was ausleihen. Die 3 ist ja auf der 10er Stelle. Das ist halt, eigentlich sind es ja 30. So, dann leihe ich mir von der 30 10 aus. Das heißt, auf der 10er Stelle von der 3 leihe ich mir 1 aus. Bleiben noch 2 übrig. So, und hier kommen jetzt plötzlich 10 dazu. Ein Zehner ist auf der 1er Stelle ein 10. Also 1 plus 10 sind 11. So, und jetzt kann ich das auch hier rechnen. 11 minus 6 sind 5. So, und jetzt mache ich weiter auf der 10er Stelle. 20 minus 70 kann ich wieder nicht rechnen. Ich muss mir also wieder was ausleihen. In diesem Fall bei der 100er Stelle. So, und jetzt leihe ich mir bei der 100er Stelle 100 aus. Das heißt, 100 weggenommen von der 500, da bleiben dann 400 übrig. Und die 100 schreibe ich jetzt bei der 20 dazu. Das heißt,
20 plus 100 sind 120. Und jetzt kann ich wieder rechnen. 120 minus 70 sind 50. Und hier drüben sieht es folgendermaßen aus. Also 2 minus 7 kann ich nicht rechnen. Ich muss die 2 vergrößern. Ich weiß, ich muss mir für die 2 noch was ausrechnen. Das mache ich von der 5 auf der 100er Stelle. 5 reduziere ich um 1. Das heißt, hier bleiben 4 übrig. Das sind aber jetzt keine 4, sondern es sind ja eigentlich 400. Und einen 100er leihe ich mir aus und gebe es auf die 10er Stelle. Einen 100er, das sind das gleiche wie 10 Zehner. Das heißt, hier kommt 10 dazu. 2 plus 10 sind 12. Und jetzt kann ich rechnen. 12 minus 7. 12 minus 7 sind 5. So, und jetzt kann ich fertig rechnen. 400 minus 100 sind 300. Und hier drüben genauso. 4 minus 1 sind 3. So, ihr seht also, nochmal ganz wichtig, die hier auf der 1er Stelle, die 5 ist eben diese 5, auf der 10er Stelle diese 50 wird dargestellt durch diese 5 auf der 10er Stelle. Das ist genau das gleiche, nur einfach anders geschrieben. Und die 300 hier sind eben diese 3 auf der 100er Stelle. Und deshalb sieht auch die Schreibweise hier oben ein bisschen aus. Das heißt, unterm Strich, wenn der Bauer am Anfang 331 Tomaten hat und davon 176 verkauft, dann bleiben noch 355 übrig.